Hallo und herzlich willkommen zurück zu Don't Knock Twice. Okay. Nee. Hä? Warte mal. Was? Tagebuch von Claudia, sie hat mich vor vielen Jahren einfach weggeworfen. Okay, wir sind wieder da, wo wir rausgekommen sind. Besser als die anderen. Und damit beende ich den Part. Nein, tue ich nicht. Fuck! Ja, ich glaube, hier habe ich beendet. Damals. Oh ja, klar. Ich weiß nicht genau. Ich hoffe, es ist eine Ölspur oder sowas. Wein. Oh, ist er schon an. Oh Mann, ey. Ah ja. Warum spiele ich das? Was man nicht alles tut, ne? Alter, ich will nicht. Ernsthaft. Vor allem, das geht gleich so heftig los. Also ich find's heftig. Das ist natürlich alles Ansichtssache. Hat sich das Bild verändert? Wow. What the hell? Kann ich daran nicht. Ich guck da einfach nicht hin. Und diese Ruhe. Die ist zu. Ich bin voll angespannt. Die ist offen. Die ist zu. Okay. Lesen, lesen, yay! Okay, dann machen wir mal. Warum denn so wenig Text? Was? Bridgend? Keine Ahnung. Insider, 12. Oktober 2016, weiteres Kind vermisst. Na toll.
Ein örtlicher Junge ist einer von mehreren in den letzten Wochen verschwunden gegangenen Kindern. Man sah ihn zuletzt, als er mit seinen Freunden Klingelstreiche vollführte. Siehe Seite 19. Tja, hätte man besser nicht getan. Huch. Ja, und wo wollen wir hin? Was ist das? Fußspuren? Blutige Fußspuren? Blutige Fußspuren, nicht gut. Und jetzt spackt das hier bei mir voll rum, warum auch immer. Waren die eben auch schon da? Ich weiß es nicht. Alter, komm. Entschuldigung. Das beruhigt sich nicht. Warum? Fraps mag anscheinend keine Horrorspiele. Ich weiß es nicht, denn beim Mass Effect habe ich diese Probleme nicht. Und dann nehme ich ja auch mit Fraps auf. Keine Ahnung. Bei The Nightfall war das auch schon. Alter, komm schon. Das kriegt dich ein. Ja, ich würde gerne greifen. Mein Programm lässt mich gerade nicht. Ziehen? Das ist bestimmt toll, wenn mir jetzt was entgegenspringt. Und es leckt. Ja, und? Was ist das? Oh, Leute, nee, das muss ich gleich beenden. Aber ich will noch mal eben gucken, was das ist. Sofern ich kann. Es nimmt natürlich den Effekt, ne? Wenn es so abspackt. Habe ich das jetzt fallen gelassen? Okay. Okay, nee. Hat keinen Sinn. Ich breche die Aufnahme ab. Das bringt nichts. Ich wollte eigentlich versuchen, ob ich noch nach oben komme. Warum jetzt? Weil das ist ja auch zum Zuschauen voll ätzend und ich weiß auch nicht, was hier passiert. Und da muss ich halt ein bisschen schnibbeln. Bis gleich. So, wir müssen mal eben gucken, ob das jetzt funktioniert. Ich habe Preps jetzt einfach nochmal neu gestartet. Boah, nee, komm! Hör auf! Ich will nicht! Nein, ich bin nicht da! Was ist das? Lesen! Lass mich in Ruhe! Frau J. Webb Thomas, was vorschreiben? Was ist das? Keine Ahnung, die Tabletten mindestens... Verschreibung steht da. Entschuldigung. Mindestens 300 Milliliter Wasser, Orangensaft oder anderen alkoholfreien Zitrusgetränken auflösen. Alter, ey, das ist echt übel hier, Mann. Lassen Sie die Tabletten sich komplett in Flüssigkeit verteilen und dann sofort austrinken. Was ist denn? Ach, Methadon. Oh mein Gott. Das ist jetzt in vielerlei Hinsicht peinlich. Aber egal. Oh, du kannst mich maulen. Warum Methadon?
Boah, Alter, was für Gänge hier. What the? Der ist zu. Hier kann ich nicht ran. Er hat's aufgegeben. Ich hab so einen Schiss. Wenigstens läuft Fraps. Ist das nicht toll? Total. Kind vermisst. Ein 9-jähriger Junge, Höhe 1,50, Haarfarbe braun, vermisst seit Montag, der 10. Oktober 2016. Er trug einen dunkelroten Pullover über weißem T-Shirt, blaue Jeans mit weißen Turnschuhen. Bei jeglichen Hinweisen bitte folgende Nummer anrufen. Okay, und hier haben wir die Nummer. Keine Ahnung, ob die für uns noch wichtig ist. Was? 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 Ah, ah, nein, 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 nein. Hör auf. Nicht rumspacken. Werf. Und ich habe Fraps eben noch gelobt. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, sorry, ich find's auch nervig. Vor allem, weil ich nicht genau weiß, woran es liegt. Wir lesen. Tagebuch von Chloe, 31. Oktober 2016. Ich hatte einen Traum, nachdem ich letzte Nacht mit was, den ganzen rituellen Zeug herumgespielt habe, das ich gefunden habe. Es war weniger ein Traum, mehr wie das Durchleben einer Erinnerung. Diese schreckliche Tür tauchte vor mir auf. Was war denn das jetzt? Sie hatte diesen Ziegenkopf, der mir Angst machte. Die verlorenen Kinder, genau die aus den Nachrichten, standen da vor der Tür. Und ich schrie, klopft nicht an die Tür. Zwei laute Klopfe und ich erwachte im kalten Schweiß. Ich weiß, es ist nur ein Traum. Und Baba wer? Baba Yaga? Ist Schwachsinn. Ach so, okay. Aber es wirkte surreal. Ja. Das ist toll. Boah, Alter, hör mal auf. Lass mich doch mal in Ruhe. Ist ja furchtbar hier. So, da blinkt noch was. Hier ist noch... Kann ich darauf jetzt zugreifen? Ne, irgendwie passiert da nicht viel. Hier ist noch was zu lesen. Ich habe mich noch nie so darüber gefreut, dass ich lesen kann. Ich war drogensüchtig und ich hasse diesen Ausdruck, aber es ist wahr. Als es sehr schlimm war, dachte ich, dass es dir mit jemandem anders besser gehen würde. Ich wollte dich früher zurückholen, aber es wurde mir verboten. Sie sagten, ich sei nicht bereit, aber jetzt bin ich es. Chloe, ich liebe dich. Okay, das ist dann wahrscheinlich auch der Grund, warum Chloe, oh Alter, im Heim gelandet ist. Huch. Alter, was ein Bett. Jess und Chloe. Wer ist Jess? Oh.
Pardon. So. Oh, warum ziehen? Okay, die Tür betreten wir noch. Den Raum. Ich will nicht. Ja. Chloe, was zum Teufel ist hier los? Ist da noch jemand? Ja, was weiß ich, Mann. Hier gehen Türen auf, hier klopft es, hier kommen komische Geräusche. Ich weiß es nicht. Und Fraps gibt auch gerade wieder den Geist auf. Jetzt ist das Licht wieder an. Nee, ich werde den Part jetzt hier beenden. Erstens, weil mir mein Aufnahmeprogramm gerade ein bisschen auf den Keks geht. Und es ist so auch einfach nicht schön. Weder zum Gucken noch zum Spielen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Und ich werde mich jetzt nicht umdrehen. Das tun wir dann im nächsten Part. Tschüss. Bis dann. Oh Mann.